Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Tora. Heute Be'ezrat Hashem Mitzvah 601. Shelo Lachos Al Harodef. Mit einem Verfolgter keine Mitleid zu haben. Also wenn wir sehen, eine der verfolgt, einen oder will ihn töten, und wir werden sagen, naja, wir werden ihm im Herzen. Das heißt, zuerst soll man etwas tun, um zu verhindern. Aber soll man nicht Mitleid mit ihm machen, weil er wird dem anderen töten. Wenn du bist sicher. Ja, ein Mensch hat eine schnelle Kalkulation, ob die Sache ist ganz gefährlich oder nicht. Wenn sie ist ganz gefährlich, dann soll man den Mörder gleich töten. Wenn man sieht, eine kommt mit Messer, will jemand stechen, soll man nicht sagen, naja, Messer. Nein, soll man ihn gleich erschießen. Also jeden Schlange, jeden Skorpion muss man gleich töten. Aber wenn jemand geht dem anderen schlagen mit der Hand, es heißt noch nicht, er geht ihm töten. Da reicht es, dass du kommst von hinten und du gibst dem Schlag in den Kopf oder du wirfst auf ihm einen Stein. Du musst ihn nicht töten jetzt. Aber in dem Moment, wo du bist sicher, dass der andere ist ein Mörder, ein Krimineller und er wird dem anderen töten, da ist deine Aufgabe, keine Mitleid zu haben. Bei vorigen Mitzvah war eine Mitzvah zu retten der Verfolgte. In diesem Mitzvah kommt die Mitzvah, der mit dem Verfolger keine Mitleid zu haben. Und diese Mitzvah ist eine sehr wichtige Mitzvah. Weil manchmal, wenn du bist, wenn du hast Mitleid von schlechten Menschen, du wirst leiden. Also du wirst zum Schluss von diesem Mensch leiden. Und wir sehen das. Dass Joab konnte Avner töten, aber er hat das nicht gemacht. Verstanden? Und Joab hat Avner getötet mit dem Blut von Asael. Weil Asael hat nachgejagt nach Avner und Avner hat ihn getötet. Und Joab hat gesagt, er konnte sich retten in dem Moment, wo er hat nur geschossen eine von seinen Körperteilen. Also im Prinzip soll man keine Mitleid haben über Mörders. Trotzdem sagen unsere Weisen, versuch in dieser Welt zu sein immer an die Seite von den Verfolgten und nicht an die Seite von den Verfolgern. Und steht geschrieben von König David in Psalmen 94, Kimikol Zoroi Ziloni Ubeoi Vairosi Einai. Also ich habe zum Schluss gesehen, dass alle Leute, die mir töten wollten, sie haben zum Schluss gelitten und ich habe gesehen an ihre Rache. Also Hashem wird dir schon retten. Es wird kommen. Shkoyach.